Hallo Grenzgänger, bei Facebook hattet ihr die Chance, Andreas Pröwe Fragen zu seiner China-Reise zu stellen. Hier kommen die Antworten. Viel Spaß! Hallo Andreas. Hallo Markus. Was war die Motivation für diese Reise? Ja, ich wollte China kennenlernen und meine Klischees vielleicht berichtigen über die Chinesen. Sind die wirklich so? Und als roten Faden für diese Reise habe ich mir den Yangtze-Kiang ausgesucht, den längsten Fluss Asiens. 6000 Kilometer wollte ich reisen von Shanghai bis zu seiner Quelle im tibetischen Hochland. Wie hast du deine Reise vorab organisiert? Viel organisieren ließ ich nicht. Natürlich, klar, ich muss wissen, wie ich mich fortbewege, was für Sachen ich mitnehme. Aber wo ich langreisen werde, das ließ sich nicht vorher organisieren, weil China sich so schnell verändert. Landstraßen sind heute Autobahnen und das muss ich dann vor Ort eben sehen. Bist du allein gereist? Ich wollte alleine reisen, habe auch 3/4 der Reise alleine hingekriegt, aber oben im Himalaya gab es dann Riesenprobleme mit Genehmigungen, mit Permits und weil das Quellgebiet ein militärisches Sperrgebiet ist und ich brauchte da also tatsächlich dann Leute vor Ort, die mir halfen. Was war die größte Herausforderung? Letztendlich natürlich an die Quelle zu kommen. Die Quelle des Yangtze ist, braucht man spezielle Genehmigungen dafür. Und diese Genehmigungen zu bekommen, da muss man Beziehungen haben zu staatlichen Stellen, auch leider viel Geld. Die Leute wollen gern bestochen werden und nur so ging das. Und das war die größte Herausforderung für mich. Ja, ich spreche leider kein Chinesisch. Ich bin ein Sprachmuffel, sagen wir es mal so. Ich kann gut Englisch reden, aber und Deutsch natürlich, aber Chinesisch, da gehen nur ein paar Worte. Und dafür gibt es aber inzwischen die Sprach-App auf unserem Smartphone und damit kann man sich mit den Chinesen wunderbar unterhalten. Haben sich die Menschen in China deiner Meinung nach anders gegenüber Rollstuhlfahrern verhalten als Deutsche? Ja, das stimmt schon. Die Chinesen sind etwas vorsichtiger. Ich meine, die hatten eine Kulturrevolution. Sie wurden bespitzelt und überwacht, auch heute noch natürlich. Und da sind die Chinesen schon etwas vorsichtiger. Aber ich habe dann ganz schnell festgestellt, wenn man sie näher kennenlernt, dann sind sie sehr herzlich und eben auch hilfsbereit. Gibt es in China solche Systeme wie hier der Schwerbehindertenausweis? Ja, gibt es. Ich habe tatsächlich einmal meinen eigenen Schwerbehindertenausweis aus Deutschland vorgelegt an einer Kasse, um Eintrittsgelder zu reduzieren. Und das hat tatsächlich funktioniert. Die haben den akzeptiert und dort wurde mir dann eben auch gesagt, dass es auch für chinesische Rollstuhlfahrer einen Schwerbehindertenausweis gibt und die dann auch Ermäßigungen meist so 50% oder sogar 100% bekommen. Was war das positivste Erlebnis deiner Reise? Natürlich, als ich das Ziel erreicht hatte, die Quelle des Yangtze-Kiang nach über 6000 Kilometern oben im tibetischen Hochland. Wurdest du überall herzlich empfangen? Ja, eigentlich schon. Wobei die Chinesen sehr vorsichtig sind. Es können also auf der Straße überall Spitzel zuhören, wenn man sich mit Chinesen unterhält. Und bin also zwar herzlich empfangen worden, aber politische Gespräche sollte man in China auf der Straße besser nicht führen. Da wird dann schnell abgeblockt oder die Leute reden einfach nicht drüber. An welchem Ort wärst du gerne länger geblieben? Ja, mein Wunsch wäre es schon gewesen, länger in der Wüste bei Dajaran zu bleiben. Das ist, liegt in der Wüste Gobi. Das ist eine riesige Dünenlandschaft mit über 100 grundwassergespeisten Seen. Und in dieser Wüste gibt es bis zu 500 Meter hohe Megadünen. Das sind die höchsten der Welt. Allerdings musste ich nach 2 Tagen wieder weg, weil mein Visum ablief und ich das Land verlassen musste. Hast du ein Lieblingsgericht? Wenn ja, welches? Ja, da gibt es den Feuertopf. Hört sich gefährlich an, ist er auch. Vergleichbar mit unserem Fondue. Das heißt also, da tunkt man dann in eine brodelnde Soße, das kann Brühe sein oder was auch immer, oder Fett, tunkt man dann das Fleisch rein und ist dann halt innerhalb von ein paar Sekunden gar und dann kann man das direkt so essen. Vergleichbar mit unserem Fondue. Vielen Dank für deine Antworten. Gerne.